So, hallo meine lieben Freunde der leichten Sechnung, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft auf dem, achso, jetzt muss ich nochmal kurz disconnecten, auf dem craftolution.de Server. Und zwar könnt ihr hier, kann ich euch mal kurz zeigen, hier ist die IP von dem Server, packe ich euch hier unten auch in die Videobeschreibung, genauso wie die Website vom Server, also das Forum. Und ja, hier wie ihr sehen könnt, hat der Server so ein C für Craftolution halt, Rebuild und Survival-Häkchen, weil das ein ganz normaler Survival-Server ist, außer dass TNT nicht explodiert und so ein paar Sicherungen drin sind. Also Griefing geht nicht. Und Lags sind eigentlich auch keine. Ja, und der Server läuft momentan auf der 1.8. Jo, joinen wir mal. So, schreibe ich mal Aloha. So sage ich immer Hallo auf dem Server. Und ja, ich bin hier jetzt direkt am Spawnpoint. Hier ungefähr spawnt man gerade ein bisschen bei mir, ja, und ja, gut, das hier ist das Crypto Banner. Soll ich mal so, das hier ist das Crypto Banner und das ist eine Deutschlandflagge, da man halt sieht, dass ein deutscher Server ist und dann bewegen. So, dann hier Informationen, sieht man die Website, die Regeln vom Server einmal und achso, man wird hier übrigens begrüßt. Oh, ein neuer netter Mitspieler auf Crossbow. So, und dann gehen wir nämlich hier runter. Viel Spaß auf dem Server. Da hat man hier die Tutorial Villager. Ich jetzt mal anklicken. Hallo, du hast es gehört, mich anzureden. Wir Typen in der Kleidung können dir wertvolle Tipps geben. Der nächste Ansprechpartner ist direkt vor dem Marktplatz, wenn du direkt links die Treppe heruntergehst. Und ja, dann zeige ich dir mal weiter noch kurz den hier. Der sagt nämlich fröhliche Weihnachten. Ja gut, das ist jetzt schon vorbei. Liegt daran, dass das Portal hier war das Portal zum Weihnachts. Ich sag jetzt mal Markt, nein, zum Weihnachtsbaum. Da lagen ganz, ganz viele Geschenke und zwar für jeden Spieler, der bis dato online war. Da war eine Kiste und da war ein bisschen Stuff drin. Den man nicht alle Tage bekommt. Und ja, den Stuff, ja, hat man denn sozusagen als Weihnachtsgeschenk bekommen. Wir haben hier zur Linken einmal ein paar Rohstoffe, da kann man ein paar Rohstoffe reinpacken. Kann ich jetzt hier zum Beispiel Fichtenholzstufen reinpacken. Ja gut, so, dann. Ja gut, Tutorial, so, sollen wir hier offen gemacht, ein bisschen am Marktplatz erstmal schaffen. Meine Kollegen hier können dir bestimmt helfen. Craftolution ist ein Freebuild-Server, weil man hier halt frei bauen kann. Hier gibt es keine Grundstücke, man kann einfach irgendwo anfangen zu bauen. Geht's gut. Danke, Mike. Hier so, Fragezeichen, das Yassi. Yassi ist ein Trusted auf dem Server. Trusted haben nämlich 168 Spielstunden, kann man nämlich einfach Ausrufezeichen Trusted machen. Dann kommuniziert man mit dem Craftobot und ja, dann hat man halt den Rang erreicht. Dann kann ich euch mal zeigen, ja, die quasi Terminator, ich und ich bin Dodo haben diesen Rang schon erreicht und ich bin Dodo hat auch schon VIP. Ja, und Erzi hat nämlich 242 Spielstunden, ist damit ein paar Spielstunden drüber. Ja, trotzdem noch weniger als ich, aber das wollte ich nur mal so ganz beiläufig erwähnt haben. Ja. Und, ja, hier den Baum und man kann 100 Blöcke außerhalb von der Spawnstadt nicht bauen. Ja, das ist halt ziemlich praktisch, damit halt nicht alles in der Spawn gegen vollkommen kacke aus. Dann haben wir hier ein paar, Stände. Alles klar. Nicht auf den Chat achten am besten. Schalte ich den mal kurz auf. Thema und Raritäten ist hier ein bisschen kleiner Shop und davon gibt es einige Spawnshots. Und bei dem hier gibt es sogar bei dem im Ausrufezeichen so eine Quest, eine Handelsquest. Kriegt man am Anfang, kann man die ja bezahlen und dann kann man diese Handelsquest sozusagen machen. So, der nächste ist der nette Berater Anders. Der wurde so benannt, hat eine, ist eine nette Geschichte, weil ein Spieler in der Meinung war, dass der nicht den und den Namen haben sollte. Und jetzt kommt dieser Spieler aber nicht mehr online.
Und deshalb heißt der Berater jetzt Andak und Andak sagt, ey, gibst du Respekt, Alter? Gibst du auch Respekt, du weißt. Ja. Da haben wir hier noch einen Tutorial Villager. Und der sagt uns, wir können slash GPS Bank machen. Können wir mal machen. Aber laufen wir noch nicht hin. Wir gucken erstmal zu dem nächsten Villager hier. So, zack, zack, zack. Zu dem hier hin. Bei uns gibt es folgende Ränge: den Spieler, den Rusted, den VIP-Moderator und natürlich auch den Administrator. Der steht da nicht bei. Ist auch natürlich, dass unser Server auch Administratoren hat. Die Spieler können nämlich uns bei ein Home setzen und haben keine Befehle zur Möglichkeit. Also haben außerdem slash Home keine weiteren Befehle zur Möglichkeit. Die Trusted-Spieler, die können zwei Befehle nutzen und auch zwei Home setzen. Und zwar slash Shock. Also Shock sowie Erzi und Wips können halt noch ein mehr nutzen. Unser Barrett. Und ja, Erzi hat sich gerade ziemlich dämlich angestellt und wurde in die Luft gesprengt. Schreiben wir mal GG. So. Ja, und als VIP hat man drei Homes und drei Befehle. Und als Moderator hat man natürlich alles zur Verfügung, wenn man möchte. Man kann es auch nicht nutzen. Ja. So. Dann ist hier der Steinmetz. Steinmetz macht Dodge. Kommen wir alle rein. Sagt er nämlich. Dann Damien. Tutorial. Man kann sich Freunde hinzufügen. Und zwar so. Können wir machen, wenn ihr auf dem Server seid. Und ja. Freunde können deine Blöcke abbauen. Blöcke sind nämlich nach 24 Stunden gesichert. Außer Türen, Kisten, Öfen und Falltüren. Die sind nämlich schon sofort gesichert. Und dann gibt es halt als Trusted noch den zweiten Befehl. Rocketed. Also da. Rocket, also da geht man wie eine Rakete sozusagen. Ich glaube 18 Blöcke oder so sind es ungefähr hoch und fällt danach wieder runter. Kriegt natürlich den Fall Schaden ab. Kann man auch sterben. Oder mit dem Schock kriegt man Schaden, weil man halt einen Blitz abbekommt. So, dann wollen wir mal zu dem hier. Händler laufen in Bulletin-Kleiderung umher. Siehst du den einen da vorne? Ja, natürlich sehe ich den einen da vorne. Das ist nämlich der Marktschreier. Und der Marktschreier, nein. Wir wollen keine Kekse vom Marktschreier. Wir verkaufen bestimmt nur Haschischkekse. Nein, Craftsman. Die Gebäude sind alle so beschriftet. Könnt ihr euch die angucken. Freuen. So. Ich bin am Ziel, weil, also mir wurden die Partikel ja gerade angezeigt. Ich kenne den Weg zwar so, aber egal. Dann kann man auch für den Server voten. Und dann kann man nicht voten. Und dann kann man 6-mal voten. Und bei 5 für 5 Votes kriegt man als normaler Spieler und als Frosted Bronzebelege. Und für den 6. kriegt man Flugzeit und da kann man dann hier der Flytime machen. Dann sieht man, wie viel Flugzeit man hat. Ja, zum Beispiel wie ich hier 6 Stunden und 5 Minuten. Hat man ein bisschen zu viel gebotet oder so. Und dann gibt es hier Spieler auf dem Server. Die haben einen CTC auf dem Namen. Die haben sich einfach nur so genannt, weil es ist die Captain Tyler's Crew. Captain Tyler ist der Demis. Ja, und dann gibt es hier 9 Bronzebelege und also durch das Voten kriegt man halt die Belege und wenn man insgesamt 9 Bronzebelege zusammen hat, kann man sich einen Silberbeleg vom Admin oder Moderator umtauschen lassen oder man kann weiter sammeln, also und bis man, weiß ich nicht wie viele es sind, bin ich jetzt auch zu faul zum Nachrechnen. Auf jeden Fall, ich rede gerade extrem schnell, deshalb bremse ich das Älteren auch mal ab, um mal auszuatmen. Und da gibt es halt, wenn man die Bronzebelege umgetauscht hat in Silberbelege, kann man 9 Silberbelege in einen goldenen umtauschen und bis dato kann man erstmal noch nicht weiter tauschen und den kann man denn, alle Belege kann man einfach einlösen hier am Craftboard. Ja. Mal halt einlösen und dann hat man wunderbar ein ich überlege gerade was ist, baue da gerade deshalb auch ab, da hat man hier einen Bankautomaten und drückt man da unten, packt man unten, alles klar, packt man da unten einfach den den Beleg rein. Ja, und hier oben ist halt der Bankautomat, kann man drauf drücken, PIN eingeben, ja. Was kann ich euch noch zeigen, so.
Noch zeigen kann ich euch natürlich, ich muss mal kurz was gucken. Ja gut, die Aufnahme läuft noch. Ja super, aber die Aufnahme nimmt was. Meine Stimme auch mit auf. Soll sie eigentlich nicht. Noch etwas anderem auf. Ärgert mich gerade, aber egal. Das hier ist die Arena. Ja, beziehungsweise es war die PvP-Arena, jetzt der Eventplatz. Und auf diesem Eventplatz findet das OX-Event statt. Ziemlich simpel. Ein Administrator steht da oben, schreibt eine Frage in den Chat und dann muss man halt falsch oder richtig, also richtig Kreis, falsch Kreuz oder rot, grün halt. Ja. Und da kann man halt dann besondere Dinge gewinnen. Sage ich jetzt mal einen Silberbeleg oder irgendein Schwert. Und ja, dann gibt es hier noch. So. Ich laufe mal kurz hier hin, wo es noch mehr gibt. Das hier ist nämlich der Villager, der sagt, und hier sind die Schnellreiseportale. Sie bringen dich weit weg vom Spawn. Da kann ich euch jetzt mal auch die Live-Map einblenden. Und ja, die Live-Map zeigt einem halt, wo man dahin landet, wo man landet auf dem Server sozusagen. Da, das Video bringt einen in die Nähe von Wüste, Schneebiom, bringt einen direkt zum Schnee, also in so ein Eisbiom in so eine Nähe. Dschungelbiom bringt einen nur ganz grob dahin, ist doch ein ganz schönes Stück davon noch entfernt. Und dann ist das hier, ist halt Sportmann ganz normal. Ja, das war's glaube ich auch schon, wenn ich nichts vergessen habe, ich überlege habe. Sicherung habe ich, Website habe ich. Ich glaube, das war jetzt alles vom Server. Ach so, ich habe die Schatzsuchen vergessen. Hier gibt es nämlich sogenannte Schatzsuchen. Und zwar die blaue, die ist innerhalb der Mauern. Und dann gibt es die rote, die ist außerhalb der Mauern. Die Map ist übrigens 5000 mal 5000 Blöcke groß, wenn ich mich nicht irre. Und die Schatzsuche ist halt so, dass man Hinweise sucht. Da steht dann immer so ein kleiner Text drauf. Und normalerweise würden die blinken, wenn man die noch nicht gemacht hat. Die Hinweise noch nicht gefunden hat. Habe ich aber schon. Ich habe nämlich alle drei Schatzsuchen gibt's. Ist an einem anderen Punkt noch eine. Ja. Und ja, das war's, glaube ich. Achso, dann ist hier noch die Heilungsplattform. Wenn man Schaden hat, dann kann man nämlich einfach auf die Heilungsplattform gehen und sich hier heilen. Und ja, das war's eigentlich schon. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.